Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Crushbox von der Goodiebox ist bei mir eingetroffen. Das ist dieses kleine, aber sehr feine Schätzchen. Und wenn du Bock drauf hast, die Dezember-Ausgabe mit mir einmal zusammen auszupacken und auszuprobieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte dieses Video ungeschminkt, weil ich mal gucken wollte, ob ich vielleicht das ein oder andere Produkt in dieser Box direkt verwenden kann. Denn in diesem kleinen süßen Schächtelchen verbergen sich, fünf ungefähr, ja, schätze, aus dem Bereich dekorative Kosmetik. Kosmetik. Christmas steht hier drauf und was steht hier? Best Year. Naja, das beste Jahr war 2020 jetzt echt nicht. Christmas, Charm, Noel, Winter, Holidays. Ja, ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Ich habe schon einen kleinen Teaser bekommen, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Schaut gerne in die Infobox. Ich bekomme die Box nämlich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Da verlinke ich dir einfach mal, wie man so zu der Box kommt. Als Mitglied der Goodiebox an sich, weil die Goodiebox an sich ist die große Schwester, sage ich mal, von der Goodiebox Crash, bekommt man die für 14,95 und als Nicht-Mitglied für 19,95. Die soll aber dieses Mal einen Warenwert von 59 Euro haben und das finde ich cool. Also es rechnet sich auf jeden Fall. Genau, diese Schubladenboxen sammle ich auch, weil ich die echt total super finde. Und jetzt öffne ich einfach mal die Schublade, nehme sie raus und gucke, was sich hier drin verbirgt. Ja, mit dem Blick in die Box finde ich großartig, denn das sieht ja sehr scharf aus hier. Diese Füße, ich stehe drauf. Be Extra on a Monday Box ist das. Sei etwas außergewöhnlich an einem Montag. Ja, das finde ich nett, weil normalerweise sagt man ja, montags könnte ich kotzen, ne? Ja, wir gucken mal, was sich die Boxenpacker dabei gedacht haben. Ja, seit 2 Tagen nicht geduscht, keine Sorge, durch die Webcam kann man es eh nicht riechen. Not sorry, not sorry. Also ganz ehrlich, Leute, ich sehe heute sehr, sehr entspannt aus. Ich werde gleich noch ein Schminke abdrehen, also da muss ich mal gucken. Da habe ich was hier von Beauty Bakery, was ich mir vor kurzem gekauft habe, was ich ausprobieren wollte. Als YouTuber ist man ja immer so ein bisschen oben hui, unten fui, ne? Aber sorry, not sorry. Das muss ich jetzt auch an dieser Stelle sagen. Ist man so. Hauptsache gemütlich, ne? Denn ich drehe hier auch gerade an einem Sonntag und da ist alles ganz entspannt. Wir haben eben den Tannenbaum aufgestellt. Folgt mir gerne auf Instagram. Da heiße ich AIDUAGP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da habe ich auch Fotos davon gepostet. Und jo, einfach eine ganz entspannte Kiste heute. Genau. Ja, wie gesagt, oben hui, ne? Da habe ich auch ein wunderschönes Sweatshirt und ich trage sogar einen BH, obwohl es Sonntag ist, Leute. Aber unten habe ich eine meiner absoluten Lieblings-Leggings und meine rosa Puschen. Ja, das ist halt so. So sehe ich halt aus und so fühle ich mich auch ehrlich gesagt wohl, wenn ich ein geringeres Schamgefühl hätte, sage ich jetzt einfach mal, würde ich auch so zur Arbeit gehen. Also, ne, untenrum. Besser nicht. Das ist dann eher im Homeoffice. Okay, so. Wir waren jetzt mit der ersten Zeile durch. Herzlichen Glückwunsch. Mal gucken, wie lang dieses Video wird. Aber nur, weil wir derzeit sehr viel mehr Zeit zu Hause und bei virtuellen Meetings verbringen, heißt das noch lange nicht, dass wir uns keine Mühe mehr geben, wie wir aussehen. Ja, das stimmt. Ne? Also ich pflege mich schon und ich mache mich auch schick und ich gehe auch mit Mascara und Kajalen gehe ich auch zur Arbeit. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, auch Kajal zu tragen. Aber ja, viel mehr auch nicht, ne? Da bin ich auch morgens zu faul für. Am Wochenende ist es eine andere Geschichte. Da schminke ich mich gerne, weil das für mich so eine künstlerische Geschichte ist, ne? So, schenk dir selbst etwas Liebe, das gewisse Extra. Extra. Also nicht extra, sondern extra. Und putz dich heraus, als hättest du dein erstes Date mit Brad Pitt. Nur machst du es für dich selbst. Ja, das mache ich total häufig, bin ich ehrlich, ne? Also, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, setze ich mich super häufig hier einfach hin. Beziehungsweise vorher, ne, wasche ich mir im Bad durchs Gesicht, dann setze ich mich hier hin und schmink mich einfach. Teste mich hier so durch meine ganze Schminksammlung durch, probiere aus und so. Und lass da nicht unbedingt die Kamera mitlaufen, aber ja, es ist halt so ein bisschen das, was mich erdet, ne? Was mich runterbringt. Nebenher lasse ich ein Hörbuch laufen oder ein YouTube-Video. Könnte jetzt ja auch quasi mich nebenher laufen lassen. Und das finde ich super entspannt. So, du sollst dich dabei einfach fantastisch fühlen. Wirf dich in dein Lieblingsoutfit und trag ein bombastisches Make-up auf. Einfach mal aus der Reihe tanzen und auffallen. Und das an einem Montag. Ja,
wenn ich morgens die Zeit dafür hätte, würde ich das auch gerne an einem Montag machen. Das mache ich dann aber gerne an einem Montagabend, wenn ich zu Hause bin, da ich Zeit für habe. Ja, Montag. Für viele der schlimmste Tag der Woche. Safe. Aber wir starten ihn mit einem Knall. Oh, wir werden im virtuellen Montagsmeeting so gut aussehen. Und unser Dinner wird auch so viel besser schmecken. Generell wird Montag ab sofort einfach besser als Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Just make Monday extra. Dein Goodiebox-Team. Ja, vielleicht sollte ich ja echt mal, vielleicht ernsthaft, ne? Ich glaube, die auf Arbeit würden auch wirklich staunen, wenn ich mich da morgen früh hinsetzen würde mit einem Full-Face-Make-up, mit allem Rampampam und einfach mal total herausgeputzt. Ich glaube, die würden echt staunen, weil ansonsten laufe ich da wirklich sehr entspannt rum. Ja, aber da bin ich morgens zu faul für. Ich müsste dann ja um 6, 5:30 oder so aufstehen, um mich dann fertig zu machen. Puh, mal gucken, vielleicht haben wir in der Box aber auch ein paar Produkte drin, damit das Ganze etwas schneller geht. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt drauf. Also das war, glaube ich, somit das längste Intro, was ich bislang gemacht habe, oder? Ich meine, ich habe jetzt hier oben auf der Uhr 6 Minuten stehen. Sorry, but not sorry. Okay, ja, die Box kommt immer in diesem eingewickelten Wickelpapier. Normalerweise hast du ja nicht weiteres Füllmaterial oder so drin, damit einfach so ein bisschen nachhaltiger gedacht werden darf. Und genau, aber wenn das halt so ganz spezielle Sachen sind, irgendwelche gepressten Puder oder Paletten oder sowas, dann hast du das auch nochmal in so einer Luftpolsterfolie eingewickelt, damit es halt nicht kaputt geht. Ne? Ganz normal zum Transportschutz. Und jetzt mache ich hier mal den Klebi auf und schaue, was sich in dieser echt süßen grünen Box verbirgt. 1, 2, 3, 4 Produkte haben wir hier drin. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Was für die Nägel, was für die Lippen, was für das Gesicht und noch was. Oh, ein Lidschatten haben wir auch drin. Komm, wir legen einfach mal los. Und zwar verwende ich jetzt zuallererst das Base-Produkt. Das ist von M. Asam. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal im M. Asam oder Asam Beauty Adventskalender. Habe ich aber nicht verwendet. Perfect Turn. Optimize Skin Instantly. 10 ml sind hier enthalten. Und soweit ich mich erinnern kann, kannst du das auch wirklich wie eine Art Make-up oder wie eine Art Primer verwenden. Das gefällt mir. Wo habe ich eine Schere? Hier habe ich eine Schere. Wird jetzt vielleicht ein bisschen weird nachher aussehen, weil ich dann nur partiell geschminkt sein werde. Aber komm, wir probieren es einfach mal zusammen aus. Genau, weil ich, wie gesagt, gleich ja noch ein Fullface schminken wollte und so. Und ich wollte jetzt aus dem Unboxing kein komplettes Schminki machen. Ich meine, die Goodiebox, die animiert uns ja, oder die Crush, Goodiebox Crush, soll uns ja auch dazu animieren, einfach mal so ein bisschen was auszuprobieren, ne? Einfach mal was zu trauen. Und das finde ich sehr interessant. Also das kann man als Primer verwenden, wenn ich das, wie gesagt, richtig gelesen habe. Was steht denn hier drauf? Tragen Sie Perfect Tint direkt oder nach Ihrer gewohnten Tagespflege, / Make-up. Nach dem Make-up wohl eher nicht, oder? Gezielt auf Fältchen oder dünn auf das ganze Gesicht. Ja, auf das ganze Gesicht, ne? Mal gucken, ob dann die eine Gesichtshälfte bei mir gleich geliftet sein wird. Aber wo hatte ich denn hier was mit? Hier steht's, genau. Bist du bereit für deinen makellosen natürlichen Finish? Dieses transparente Make-up, und das finde ich krass, sorgt langfristig für geglättete, ebenmäßige Haut und verfeinert sichtbar das Porenbild. Ja gut, Poren habe ich jetzt so nicht die Last mit, Gott sei Dank. Trage es pur, ohne weiteres Make-up oder vermische es mit deinem Make-up, deiner Foundation oder deiner getönten Tagescreme. Ja, also ich mache das jetzt wirklich so aufs Gesicht drauf, ne? Mal gucken. Kommt hier in so einem Rausquetschvieh. 10 ml sind, wie gesagt, hier enthalten. Und sowas. Das mache ich mir so wie so Streifen von einem Miau-Kätzchen drauf. Genau, und dann riecht ganz angenehm. Fühlt sich super silikonig an. Dann gucken wir mal, ob jetzt die eine Gesichtshälfte gleich so aussieht, als hätte ich eine durchsichtige Foundation drauf. Okay, das war jetzt viel zu viel. Das muss ich jetzt eigentlich schon im ganzen Gesicht verteilen. Schon, ne? Was dazu macht? Hier habe ich einen Fussel. Ja, wie gesagt, ich war eben in der Weihnachtsdeko. Eben Tannenbaum aufgestellt. Und deswegen könnte es sein, dass ich irgendwo Glitzer habe von den Glitzerkugeln oder rote Fusseln von unseren Stuhlhussen oder so. Wobei, die Stuhlhussen haben wir dieses Mal nicht drauf gemacht, weil wir andere Stühle haben. Interessiert euch jetzt total gerade, ne?
Riecht übrigens so auch leicht zitrisch, um ehrlich zu sein, was nicht ganz so meine Welt ist, aber das ist ein ganz, ganz leichter Duft, den man halt nur riecht, wenn ich jetzt an meinen Fingern rieche. Also das riecht jetzt im Gesicht nicht wirklich. Ich gebe das jetzt auch einfach mal eiskalt so, wie ich einen Primer aufgebe, ne? Auch wirklich an die Augenpartie. Oder soll man die Augenpartie aussparen? Augenkontakt vermeiden. Oh, sorry. So. Jetzt habe ich eine Gesichtshälfte mit diesem Produkt verwuselt. Und das gucken wir uns mal aus der Nähe an. Jetzt habe ich echt schmierige Finger. Bisschen silikonig das Ganze. Und jetzt dürft ihr mir sehr nahe kommen. Ne? Also, die von euch aus gesehen, ist das die linke Hälfte? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall meine rechte Gesichtshälfte. Habe ich jetzt mit dem Produkt einbalsamiert. Und diese Seite nicht. Sehe ich einen Unterschied. Also, ja, tatsächlich. Also hier zum Beispiel an dieser, wie heißt die? Lea hat mir das letztens gesagt, als wir unseren Hauttermin hatten. Unseren Beratungstermin. In der Infobox verlinkt. Auf jeden Fall bei Lea vorbeischauen und Lea mal anfragen, falls ihr Bock auf eine Hautberatung habt. Hat die richtig geil gemacht. Also, meine Nasolabialfalte, ja, so heißt das Vieh, dieses Ding hier, ne, glaube ich. Ich glaube, so heißt das. Sieht auf jeden Fall geglätteter aus als auf dieser Seite. Seht ihr das auch? Also für mich sieht es so aus. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt, ne, einfach nur persönliches Empfinden ist, weil ich da mich gerade drauf fokussiere. Ansonsten, ja, ich habe hier, ne, Rötungen, die werden nicht dadurch kaschiert, aber es ist ja auch eine farblose Foundation, mehr oder weniger. So, dann gucken wir uns mal die Stirn an. Das ist ja auch immer so ein kleines Sorgenkind, um ehrlich zu sein. Also hier nicht Sorgenkind, aber da habe ich halt Linien. Bin ja auch nicht mehr 12. Genau, also sieht das irgendwie anders aus als auf der anderen Seite? Ja, es sieht verfeinert aus, aber es sieht jetzt nicht so, es sieht nicht mega glatt gebügelt aus. Ich sag mal so, so ganz, ganz feine, Linien, die ich jetzt hier auf dieser Seite, hier so in dieser Partie habe, habe ich jetzt auf dieser Seite hier nicht. Also da ist jetzt so nichts. Wenn ich jetzt meine Augenbrauen hochziehe und jetzt quasi ja die Faltentiefe verstärke, finde ich auch, dass es auf dieser Seite weniger ist als auf der Seite. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare, ob ihr da einen Unterschied seht. Das ist jetzt einfach nur eine sehr ausführliche Testung von dem Produkt, weil ich da einfach gerade mal Bock drauf habe. Ja, ansonsten, Augenfältchen, gut, ich hätte es auch gar nicht an die Augen geben sollen, aber ich habe es ja hier ein bisschen an die Augen gegeben, da habe ich ja so ein paar Krähenfüße. Ja, minimal, komm, minimal hat sich da was getan, dass es minimal verbessert worden ist. Man kann es wahrscheinlich ganz toll als Primer verwenden, ne? Aber ich würde es jetzt nicht, wenn ich mich jetzt Fullface schminke, als Foundation-Ersatz verwenden, um das mal ganz ehrlich zu sagen. So, Porenverfeinerung. Das war ja auch nochmal eine ganz harte Kiste. Kann man bei mir leider nicht sehen, weil ich ja echt nicht wirklich vergrößerte Poren habe, ne? Also, wenn, dann wird sich das ja hier so ein bisschen zeigen, aber wie Sie sehen, sehen Sie nicht wirklich viel, ne? Also auf der Seite würde ich schon sagen, dass ich ein paar sichtbare Poren habe. Bin, also jetzt aber, ne, jammern auf hohem Niveau. Auf der Seite ist es schon gefüllt. Also da sieht man ungefähr gar nichts mehr. Nee. Ne? Also im Großen und Ganzen und unterm Strich gefällt mir tatsächlich auch die Seite, die ich jetzt mit dem Produkt Perfect Tint von M. Asam behandelt habe, besser. Und deswegen werde ich mir das auch noch auf die Seite aufgeben. Dafür könnte ich jetzt aber wieder ein bisschen hier aus meinem Distanzbereich wieder raus. Ne? Also erst dachte ich ja, dass das ein bisschen viel Produkt gewesen wäre, aber war gar nicht, ne? Also wenn man das halt wirklich so verteilt, geht das volle Elle klar. Also mache ich mir jetzt wieder hier zwei Streifen drauf. 10 Milliliter, ne? Ich glaube, das stelle ich mir hier auch direkt auf den Schminktisch, weil das ist ja ratzfatz leer. Naja, ne? Genau. Vor allem, wenn man so viel verwendet wie Claudi. Genau. So. Das kommt jetzt auch einmal drauf. Also ich finde es ganz schön, dass man hier halt so ein Zwischending zwischen Pflege, Primer, ja, Pflege und Primer hat, ne? Oder einen pflegenden Primer. Ja. Ich war ehrlich gesagt auch zuallererst verwundert, als ich M. Asam hier gerade in der Box gesehen hatte. Aber unterm Strich, wenn es ein Primer ist, ist es dekorative Kosmetik auch in meiner, also von meinem Standpunkt aus. Genau. So. Oh, das fühlt sich echt samtig an, ne? Also ich bin ja ein Fan von feuchtigkeitsspendenden Primern. Brauche ich halt immer. Aber, und halt ein nicht unbedingt Freund von porenverfeinernden Geschichten. Weil normalerweise diese porenverfeinernden Geschichten
nicht so pflegend sind und nicht so hydratisierend. Aber dieses Produkt, ja, ich wollte, dass man die Kette wieder sieht, weil das sieht irgendwie hübsch aus, ne? Genau. Der Faden. Auf jeden Fall hat das hydratisiert. Also es ist nicht so, dass meine Haut sich jetzt so anfühlt, als würde sie noch weiterhin Pflege brauchen. Natürlich sollte ich jetzt am besten noch eine Foundation drüber geben, die auch wirklich Feuchtigkeit spendend ist. Also da würde ich jetzt keine mattierende Foundation drüber geben oder eine Full Coverage Foundation, weil dafür hat der Primer, ist ein Primer, ne? Ja, zu wenig Feuchtigkeit gespendet. Aber so, für mein normales Gedönsen, was ich verwende, ist es top. So, dann gehen wir jetzt mal zum nächsten. Das kann ich jetzt leider nicht verwenden, weil ich mir vorgestern die Nägel gemacht habe und das echt nicht schön. Ja gut, ich habe auch jetzt echt am Wochenende viel im Haushalt rumgerödelt, ne? Ich hatte so ein Spleen, dass ich hier alles... Dieses Video wird ein bisschen länger als die normalen Unboxings von mir. Es tut mir leid, ich habe Sabbelwasser getrunken. Auf jeden Fall. Hatte ich irgendwie so ein Spleen bekommen, dass ich unbedingt hier ganz viel ausmisten und aufräumen muss. Also nicht in meinem YouTube-Zimmer, sondern wirklich so komplett anderes Haus, ne? Also Küche habe ich mega ausgemistet. Ich habe, weiß nicht wie viele Restmüllsäcke mit Kram rausgebracht und mal richtig aussortiert. Wir haben den Kühlschrank gestern Abend um 22:30 komplett einmal ausgeräumt. Ja, ich hatte einen Fimmel und einmal richtig sauber gemacht und keine Ahnung. Es musste einfach mal sein. Die Vorratskammer, da war ich auch noch drin. Und ja, dann habe ich auch noch hier bei uns im Haus alles Mögliche. Ne? Wir haben ja ein großes Haus und da hast du halt viele Möglichkeiten, Sachen einfach irgendwo in die Ecke zu stellen. Und es hat mich alles so angenervt, dass ich einfach gesagt habe, so, jetzt Claudi anpacken. Und deswegen ist das ja auch das erste, deswegen rede ich wahrscheinlich auch so viel. Ja, deswegen ist das jetzt auch das erste Video, was ich an diesem Wochenende drehe. Sonst habe ich ja quasi schon am Samstag zig Videos gedreht. Und jetzt blinkt auch noch mein Akku. Ich muss mal kurz auf Pause machen. Auf jeden Fall war ich fleißig und habe meine Nägel dann ruiniert. Naja, sieht man auch hier. Schon direkt, als ich mir die drauf gemacht habe im Prinzip, ne? Weil ich habe mir die Nägel lackiert und habe mir dann gedacht, boah, jetzt wäre es eigentlich ganz geil, wenn ich Pinsel waschen würde. Tolle Idee. Naja, egal. So, next one. Wie gesagt, Nagellack kann ich nicht verwenden, weil werde ich vielleicht heute Abend verwenden und dann in Ruhe. Das ist von Rose La Lune Paris Baby Moon. Das ist so ein richtig schönes Rot. Also das mag ich auch extrem gerne leiden jetzt zur Weihnachtszeit, ne? Oder wenn es dann halt Richtung Weihnachten geht. Ich denke auch, dass ich mir so rot-goldene Nagellack machen werde zu Weihnachten. Genau, das finde ich auch ganz nice. Das ist die Farbe Fairy Tales. Ja, schön. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe keinen roten Nagellack, ne? Habe ich echt viele da. Aber ja, jetzt habe ich noch einen. So, dann gehen wir jetzt mal zum Liquid Eyeshadow von Model Co. Model Co. ist eine interessante Marke. Die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in den Händen gehalten. Die findet man aber sonst gar nicht so zu kaufen, oder? Aber ich meine, gut, das hier ist auch sowieso eine ganz spezielle Box, weil das ist eine Box aus Dänemark. Die haben sowieso andere Marken bei sich drin. Verwundert mich daher, dass wir im Asam hier mit drin haben, weil das ist ja schon, ne, hier bei uns recht bekannt, aber hätte nicht gedacht, dass es auch in Dänemark so bekannt ist. Auf jeden Fall. Model Co. Liquid Metal Eyeshadow. Das ist in der Farbe Champagne. Und sowas kann man sich halt auftragen, entweder als Lidschattenbase und darüber dann was aufgeben oder man gibt es sich halt so auf die Augen drauf. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Liquid Eyeshadows, bin ich ehrlich, weil ich habe einen Schlupflid und da kriegt ungefähr alles rein, was man da in die Nähe gibt. Aber wir gucken einfach mal. Wir probieren es mal aus. Es ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, ne? Das definitiv mag ich auf jeden Fall leiden. Kann ich mir auch vielleicht wirklich vorstellen, wenn man dann für einen Montag sich sowas drauf macht. Montagmorgens würde ich mir übrigens nicht die Nägel lackieren, weil dann passiert sowas. auf jeden Fall, ja. Mache ich mir den mal auf die Augen drauf. Es wird jetzt etwas merkwürdig aussehen, aber wenn ich mir Lidschatten für die Arbeit drauf mache, dann meistens Liquid Eyeshadow tatsächlich. Das heißt, ich mache mir den so drauf. Komm mal näher. Immer dieses hin, her, hoch, runter, nah und weit. Mir wurde mal gesagt, das ist so ein bisschen wie, wer war das? Nicht Graf Zahl, sondern so aus der Sesamstraße. Ich bin weit weg, ich bin nah. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall ist das, wenn man den halt so drauf macht und den nicht verblendet, so sieht es dann aus. Das finde ich nicht so schön. Also theoretisch könnte man das jetzt mit dem Bronzer einfach ausblenden und hat einfach einen relativ easy Look. Ne? Kann man machen. Man kann das aber auch mit dem Finger einfach so eintupfen und so verhindere ich für mich halt auch irgendwo, dass mir die Geschichte in die Fältchen reinrutscht. Das tupfe ich hier einfach mal so rum. Genau, dann hat man nämlich direkt, wenn es halt so eine helle Farbe ist, ein Inner Corner Highlight mit dabei. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch, ne? Also so sieht es dann eingetupft aus.
das ist halt super schnell. Super schnell, super easy. Ich muss halt wirklich aufpassen, dass es dann wirklich ein Produkt sein muss, was dann auch haltbar ist. Sprich, ein Produkt, auf das ich mich verlassen kann und was jetzt nicht innerhalb des Tages in die Lidfalte reinrutschen würde und ja, dementsprechend dann ja nicht mehr so gut aussieht. Das macht jetzt einen recht nassen Eindruck. Also da habe ich jetzt... Weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken, ob das jetzt in die Lidfalte reinrutschen möchte oder nicht. Aber wir haben ja gleich noch ein bisschen Zeit. Ich mache das jetzt auch nochmal auf das andere Auge drauf. Ich streiche mal ein bisschen was von dem Füßchen ab, weil mir das ansonsten zu viel ist. Gebe mir das dann einfach hier auf mein bewegliches Lid. Also so mache ich das wirklich meistens. Ziehe mir das ein bisschen höher. Und ich meine, das sieht zum Beispiel auch richtig geil als Lidschattenbase aus, ne? Wenn man jetzt darüber sich noch was geben würde, das wird volle Elle knallen. Genau, aber das wird bei mir, da muss ich halt wirklich so halten und warten, bis der ganze Kram dann getrocknet ist. Das ganze Kram. Und das wird mir echt auf den Keks gehen. Deswegen mache ich das lieber, dass ich das dann einblende. Genau. Ich meine, wenn man sich darüber jetzt zum Beispiel noch einen Schimmerlidschatten geben würde, dann wird es ja von hier bis nach Meppen knallen, ne? Das wäre richtig krass. Finde ich auch mega schön. Und die Farbe hiervon, die wirkt auch echt metallisch. Das ist überhaupt nicht glitzy, also glitzerig, sondern es ist wirklich ja so harmonisch, ne? So seidig wirkt das. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der Kamera rauskommt, aber für mich jetzt so, wenn ich in den Spiegel schaue, sieht es echt toll aus. Also ich mag das wirklich gerne leiden. Kann ich mir wirklich gut vorstellen, das dann auch im Alltag mal zu verwenden. Wobei ich da jetzt ein bisschen aufpassen muss, eben dadurch, dass ich Schlupflider habe, könnte es natürlich sein, dass es ein bisschen so aussieht, als sehe ich verheult aus. Ich weiß nicht, sehe ich verheult aus? Ja, wahrscheinlich, weil die Mascara fehlt, ne? Ergibt Sinn. Naja, auf jeden Fall gefällt mir die Farbe. Wäre jetzt ein Traum, wenn die auch noch halten würde, aber das müssen wir halt einfach mal gucken. Ich denke, dass ich euch dann demnächst mal davon berichten werde, ne? Können wir auch vielleicht mal zusammen in einem Schminki machen, dann kann ich ja davon reden, wie meine Erfahrungen dazu sind. Genau, das ist aber auf jeden Fall mal eine Kiste, die für einen schnellen Montagslook auch echt passend wäre. Deswegen, ja, finde ich ganz nice, dass es jetzt hier mit in der Box drin ist und muss auf jeden Fall noch im Alltag getestet werden. Ich habe jetzt hier natürlich noch was auf dem Finger. Man kann das auch mit einem Pinsel verblenden, ne? Wenn man das halt nicht mit dem Finger machen möchte. Aber ja, ein Finger abwischen geht für mich schneller als ein Pinsel zu waschen. Ich faule Trine. Okay, ein Produkt haben wir hier noch in der Box mit drin. Das wird jetzt ein bisschen merkwürdig aussehen. Ist jetzt ein Lippenstift, ne? Von Revlon. In der Farbe 750 HD Lava. Ich habe tatsächlich auch genau so einen in der Farbe 755. In der Farbe Adobe ist es, glaube ich, gewesen. Letztens in einer anderen Box auch mit drin gehabt. Und habe den aber nur geswatcht. Ich habe den noch nicht auf die Lippen drauf gemacht. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Das ist halt ein richtig schönes Rot, ne? Bei den Adventskalendern wollte ich keinen roten Lippenstift behalten. Und jetzt bei den ganzen Weihnachtsboxen denke ich mir, ach na gut. Das ist auch eine Doppelmoral. Ja, den mache ich mir einfach... Oh, der riecht gut nach Erdbeere. Mega angenehm. Den mache ich mir mal auf die Lippen. Alter! Also den... Aha, an einem Montagmorgen, da fällt sie auf, ne? Aber der ist schön. Ist wirklich schön. Lässt sich schön auftragen, weil diese Spitze vorne so cool ist. Der ist krass. Ja, also, das ist mal eine Ansage. Das sieht jetzt merkwürdig aus, weil mein Gesicht halt nicht geschminkt ist. Ne? Dann sieht roter Lippenstift immer merkwürdig aus. Aber ich finde dieses Rot, dieses Erdbeerrot, mega schön. Es fühlt sich sehr samtig auf, also nicht samtig, es fühlt sich sehr angenehm auf den Lippen an. Es fühlt sich eigentlich mehr so an, als hätte ich jetzt gerade einen Lippenpflegestift draufgegeben und nicht einen Lippenstift. Deswegen ist es echt cool. Also bei dem Liquid Eyeshadow muss ich sagen, der klebt immer noch. Das heißt, das wird für mich eher weniger ein Produkt sein, was ich so im Alltag tragen kann. Ich glaube, ich werde ihn einfach als Lidschattenbase demnächst mal verwenden. Ne? Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Genau. Ja, das sieht jetzt echt merkwürdig aus.
Ja, trotzdem mag ich meine roten Lippen gerade sehr gerne leiden. Ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich die Goodie Box Crush aus Dezember, Januar und Februar, weil die Box ist ja immer dann alle 3 Monate kommt die raus, ne? Ich fand die Produkte ziemlich cool. Ich habe die jetzt ja alle 4 verwendet und ja, man kann das schon, die kann man, also ich bin ans Nachdenken gekommen, ne? Dass man denkt, okay, das könnte ich vielleicht in meinen Alltag integrieren. Das, was jetzt halt nicht wirklich für mich ein Montagsprodukt ist, ist der Nagellack, weil sowas trage ich mir vielleicht sonntagsabends für Montag oder für die kommende Woche auf. Der Lippenstift ist schon eine Hausnummer, aber vielleicht bringe ich das wirklich mal, dass ich mit Lippenstift mit so einem schönen Rot zur Arbeit komme. Ich glaube, das kommt ganz cool, ne? Dann ziehe ich mir ein schönes schwarzes Kleid an, dazu knallrote Lippen. Ich glaube, da werden auf jeden Fall ein paar Leute nachfragen, was ich nach der Arbeit noch vorhabe, oder? Ihr Lieben, das war jetzt mein Unboxing. Ja, heute mal ein bisschen länger, ne? Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!